Also ich habe richtig geschaut, der Nachbar wurde eingesperrt. Okay, ich wollte nur kurz nachsehen, ob ich wirklich richtig geschaut habe, aber ja, das habe ich anscheinend. Wir müssen also diesmal dem Nachbarn den Arsch retten und ich habe dazu schon eine Folge hochgeladen, aber ich musste erstmal das Haus finden. Diese Map ist komplett kompliziert, okay? Aber jetzt, wo wir das Einfachste geschafft haben, können wir heute in diesem Part Alpha 1 beenden, denke ich. Ich werde, wenn nicht, werde ich mir wahrscheinlich Hilfe holen, weil nach 2 Folgen würde ich es gerne beenden. Vor allem denke ich, die werden noch mehr Alphas bringen. Also es wird nicht die einzige sein. Sie machen es genauso wie beim ersten Teil, was ich ziemlich gut finde. Ich meine, dass der erste Teil war mit den Alphas einfach mega geil. Und falls du dich unkostet abonniert hast, dann wird der Nachbar immer Klingelstreiche bei dir machen. Leute, ich sehe mir das nicht aus. Also, das Ding ist, eine interessante Sache. Und zwar haben wir hier auch ein paar Sachen, wie zum Beispiel das hier. Okay, das ist nicht allzu geil, aber eine Kamera. Also, ich habe gelesen, anscheinend braucht man sogar eine Kamera. Okay, so benutzt man sie also. Oh mein Gott. Okay, so benutzt man sie. Das ist interessant. Ich kann sie nehmen und ich kann sie überall dran tun. Und zwar haben wir beim letzten Mal so einen Code an der Wand gesehen und ich denke, man muss die Kamera dahin tun, sodass man sieht, was für ein Code er eingibt und dann weiß man den Code. Ich hoffe, ich bekomme das so hin. Ich habe nämlich keine Ahnung. Warte mal, wo kann ich aber... Was ist das hier überhaupt? Oh mein Gott. Das ist... Jetzt verstehe ich. Ich sehe mich selbst. Also, wir müssen mit den beiden Sachen gucken, was für ein Code er eingibt. Dann nehme ich beides mit. Problem ist, ich habe leider kein Inventar hier bei dem Spiel. Oh doch, ich habe Inventar. Jetzt. Okay, das macht es viel einfacher jetzt. Und ich kann super viele Sachen tragen. Also, das ist quasi mein Auto. Mit dem bin ich hergekommen. Kann ich die Türen auch... Was? Ich kann damit anscheinend nicht fahren, leider, aber ich kann mich hinsetzen. Okay, das ist sehr interessant. Das Haus ist genau neben mir gewesen. Wie konnte ich das nicht finden? Kann mir das bitte jemand erklären? Ich hätte es finden müssen, aber sowas von. Ich meine, ich bin da lang gelaufen. Okay, das sollte aber kein Problem sein. Das Ding ist, dieses Mal, ich habe nämlich ein neues Spiel begonnen. Wo ist er? Wo ist er? Er ist dort, okay. Ich sehe dich, du Rabe. Alter, das hat voll weh. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe meine Items... Wow, Alter, er hat mich rausgeworfen. Ich verstehe. Ich habe keine Items mehr. Ich habe keine... Doch, ich habe meine Items. Sie sind hier, oder? Meine Nase ist so ein bisschen zu gerade. Aber die Kamera ist weg. Oh, na super, Alter. Keine Kamera aufgestellt. Ich sehe das Problem. Okay, wo ist meine Kamera jetzt hin? Die ist aber verschwunden. Okay, also der Typ, dem gehört das Haus anscheinend. Okay, ich nehme mal die Kamera. Ich muss die erstmal oben aufstellen. Er benutzt den Müll. Okay, ich versuche da jetzt hochzuklettern. Hoffentlich sieht mich der Penner nicht. Weil jetzt wird es crazier. Beim letzten Mal hat er mich ja nicht mal gesehen. Das war das Ding. Aber ich glaube nicht, dass er so gut klettern kann wie ich, oder? Ich meine, ich bin ein Profikletterer. Okay, wir sind endlich oben. Und jetzt werde ich die Kamera hier aufstellen. Oder woanders hin. Ich werde sie mal hier platzieren. Oh mein Gott, er kommt. Er kommt, ich platziere sie mal hier und hau ab. Oh, okay, bin weg. Bye, bye. Bye, bye, Lappen. Ich bin weg. Okay, interessant. Dann lass mal gucken. Oh Gott, okay. Oh, ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Oder? Ja, doch, geht so. Jetzt kann ich reinzoomen. Okay, kannst du bitte den Code eingeben? Ich bitte dich. Ich hätte übrigens 4 Kameras aufgestellt haben. Ich habe nur eine leider. Okay, ich sehe auf jeden Fall, wo die Zahlen sind. Glaube ich. Ja, das ist ein bisschen... Also 2, 5, 8. Und hier sind... Okay, das müsste klappen eigentlich. Kannst du bitte da mal reingehen? Ich muss da nämlich reingehen, denke ich. Ha, haben wir noch eine Kamera vielleicht? Das würde mich mal interessieren. Okay, er ist dort gerade. Interessant. Okay, eigentlich sollte ich die Sachen hier lassen. Oh nein. Warte mal, ich lasse sie mal hier. Damit kann mir nichts passieren, oder? Oh, fällt er gerade um? Ist er umgekippt? Er ist umgekippt. Was zum Teufel? Okay, ich dann rein. Ich muss die Kamera anders hinstellen. Bye. Bye, du Lappen. Ich gehe mal zu dir nach Hause, ne? Also, ich dachte, wir bekommen das heute hin, aber ich merke schon, das wird echt problematisch sein mit der blöden Kamera. So, und ich mache die mal hier hin. Das ist besser. Aber sowas von. Dann haben wir dieses Feuer. Oh, okay. Und den Schlüssel. Da habe ich gesehen, dass man irgendwie. Oh Gott, kommt er hier rein? Ich hoffe nicht. Oh oh. Hab Schiss. Hab Schiss. Das Gerät nicht. Warte mal. Ich nehme mal ein paar Sachen mit. Genau, Müllsachen. Jetzt gehe ich... Warte mal, das Feuer führt wohin? Also das Feuer führt... das Ding ist, ich komme ja so nicht dran. Ja, es ist zu heiß. Oh, hi. Ja, okay, ich bin dran, oder? Ja, das war's. Man muss irgendwie Sachen in die, den Ort legen. Warte mal, er zieht mich einfach raus und wirft mich raus. Ich verstehe. Oh mein Gott, okay. Vielleicht können wir in der Kamera jetzt gucken. Man muss irgendwie das Feuer ausmachen. Ich weiß auch wie auf jeden Fall. Oh, warte. Ja, jetzt kann ich besser gucken. Sehr gut. Wenn er nicht im Weg stehen wird. Kannst du aber bitte die Code hier irgendwie eingeben oder so? Das würde ich echt zu schätzen wissen. Ich höre seine Schritte sogar. Das ist irgendwie eine Art Geduldsspiel, ich glaube, ja, oder? Ah, da ist er, da ist er. Er ist dort. Mann, ich will wissen, wer das ist. Wer ist das? Ist das vielleicht sein Vater? Was ist da eigentlich drin? Wieso soll ich da rein? Ein Baum oder so? Ich warte noch ganz kurz und dann habe ich keine Geduld mehr. Da gehe ich wieder rein und mache erstmal das Feuer aus. Ich glaube nämlich, meine Items sind noch drin. Okay, ich habe keine Geduld mehr. Ich packe das übrigens hier hin, sonst, wenn die Teile, wenn das Teil verschwindet, habe ich ein Problem. Aber interessant, dass er mich nur rauswirft und nichts anderes. Er ist immer noch oben, oder? Okay, ich gehe jetzt mal hier lang. Nimm mal Kisten mit. Danke. Oh, die Tür ist offen hier. Ist normal. Ich glaube, ja, und da kann ich auch rein, ne? Oh nein, nein, nein. Mach Tür zu. Mach Tür zu. Oh mein Gott, scheiße. Mann, lass mich in Ruhe. Mann, ich hab dich heute voll, Alter. Okay, er ist stuck. Oh mein Gott, ich wünschte mittlerweile, er wäre öfter stuck, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich bin genau in seine Arme gerannt. Und er wirft mich wieder raus, ne? Ja. Mit den ganzen Kisten. Ach, jedes Mal, Alter. Jedes Mal. Okay, lass mal kurz sehen. Vielleicht kann ich ja gucken, ob er jetzt vielleicht irgendwas eingibt. Nein. Der Typ hat echt keinen Bock, oder? Leider kommt er halt sehr oft nach oben. Das ist das große Problem bei der Sache. Ich gehe nochmal zum Feuer. Na, da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Mann, das nervt so hart.
Kommst du hier raus? Oder bin ich hier sicher? Wo ist er? Okay, ich glaube, er ist da hinten irgendwo. Hm, das mit dem Feuer. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, er ist dort. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich gehe weg. Oh, er sieht mich. Oh, du bist gruselig. Wer bist du? Bist du vielleicht vom Nachbarn der Opa? Wieso hast du so eine Maske auf überhaupt? Man kann gar nicht sehen, wer das ist. So gar nicht. Ich bin auf seinem Dach. Hier sollte ich relativ sicher sein. Er will auch herkommen. Er kann gerade nicht. Okay, ich gehe mal hier lang. Kann ich hier auch reingehen? Nein. Was ist das für ein Raum? Wow, es ist... Hä? Okay. Ich bin mal dahin. Oh mein Gott. Oh, ich kann hier hochklettern? Nein. Habe ich was gefunden? Nein, nein, nein. Ich runterfallen. Wieso kann ich hier hochklettern? Das muss einen Grund haben. Was ist das für ein Raum? Ach du... Warte, er ist dort. Oh! Oh! Ich hab vergessen, dass er eine Krähe ist und fliegen kann. Ach du Scheiße. Er zieht mich da raus, oder? Oh mein Gott, ist das gruselig. Ich hätte... Oh mein... Oh! Alle meine Items, du Lappen! Alter, pisst der Typ mich an. Was ist eigentlich hier überhaupt? Oh, was ist das hier? Ein Dinosaurier? Okay, so eine Art Krähe, glaube ich. Nicht Krähe, sondern Krähen-Dings da. Dieses Ding, was die Vögel, naja, davon hindert, da hinzukommen. Ihr wisst schon. Das Ding ist, ich komme ja nicht mehr nach oben. Beim letzten Mal hat er gebuggt. Vielleicht war es sogar... Naja, da hätte ich das Passwort nicht herausgefunden. Es sei denn, ich hätte nachgegoogelt. Aber ich will das Spiel auch nicht schaffen, wenn es unbedingt buggt. Da ist er wieder. Er bringt den Müll weg. Ich muss da nochmal reingehen. Ich habe keine andere Option. Er hat mich gesehen wieder. Ich bin tot, oder? Schon wieder tot. Na, ich kann abhauen. Wo ist er denn hin? Ah, genau hier war das, glaube ich, oder? Ja, ja, hier. Hier muss man Sachen reinwerfen irgendwie. Genau. Oh Gott, er versucht mich, ne? Warte, und dann gibt es hier irgendwo eine Anzeige, wo dann steht, dass es Feuer aus ist. Ich werfe mal alle Sachen schnell rein. Einfach alle reinwerfen. Okay, er hat mich. Okay. Immerhin habe ich es jetzt gemacht. Ich werde oft erwischt, denke ich. Hä? Nein! Nicht hier rein! Oh Gott, wieso hast du mich hier reingesteckt, du Penner? Ist deine Ware rauswerfen nicht genug, Alter? Okay, vielleicht geht er in der Nacht hier in diesen Raum. Also, ich habe gesagt, ich habe es heute, aber ich will noch nicht nachgucken, was ich meine. Also, ich wollte eigentlich nicht mehr als 2 Folgen gebrauchen, aber ich will irgendwie nicht nachgucken gerade nach einer Lösung. Ich würde es wahrscheinlich früher oder später so machen, Tipps holen, aber ich würde auch gerne mehr Kameras anschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl wir ja nur eine brauchen. Das mit dem Reinzoomen ist natürlich mega geil. Kannst du mal herkommen und jetzt mal versuchen, hier die Tür aufzumachen? Er geht da die ganze Zeit lang, aber macht einfach nicht dieses verdammte Ding auf. Ich kann aber das Passwort nicht herausfinden sonst. Vor allem eine Frage. Wieso ist er eigentlich immer in der oberen Ebene? Wieso ist er nicht in der unteren? Ich meine, es gibt einige Menschen, die sich oben immer besser fühlen als unten, aber... Okay, das sind 2 Leute. Ah, wir haben ein Problem leider. Warte mal, was steht hier drauf? Ich habe hier einen Zettel. Ach, da steht Missing. Simming war das. Simming. Ich weiß übrigens nicht, was Simming heißt. Immer wenn ich eingebe auf Deutsch, was Simming heißt, steht da Swimming. So Schwimmen. Okay, ist das Feuer jetzt vielleicht sogar aus? Oder sieht er mich wieder? Es ist ein Scherz. Kannst du aber bitte aufhören damit, mich immer wieder zu sehen? Das Feuer ist leider noch nicht aus. Warte mal, ist hier eine Anzeige? Genau, hier. Ja, ich wusste ja, er kommt auf jeden Fall, ne? Ja, ja. Er wird mich leider bekommen gleich. Oder hat er mich? Oh, meine Nerven. Er will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Wie kann er mich immer wieder sehen? Der Typ ist OP. Und wie weit kann man mich bitte werfen? Das sind meine Beine gebrochen. Und hier ist kein Krankenwagen in der Nähe. Auch kein Krankenhaus. Ich weiß nicht, wo ich bin. Zum Glück kann ich immer gut klettern. Ich könnte ja von hinten irgendwie reingehen, oder? Ja, genau. Es gibt hier auch noch etwas. Das könnte sehr wichtig sein, tatsächlich. Oh Gott, wie komme ich da hoch? Ja, ich bin oben. Perfekt, 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 perfekt. Hier sollte er nicht so leicht reinkommen. Ich meine, ich will nichts sagen, was dann nicht stimmt, aber... Obwohl, das kann ich anscheinend sehr gut. Ich kann mich verstecken, sogar stimmt. Das ist gut, ich kann mich an seinen Orten verstecken. Beim letzten Mal war hier was drin, das ist aber dieses Mal nicht der... Doch, das Teil... Nee, das war das nicht, okay. Na gut, wenn er mich die ganze Zeit oben sucht, werde ich einfach mal unten reingehen. Und da vielleicht noch eine zweite Kamera finden. Okay, wird er hier irgendwo sein oder nicht? Okay, ist hier vielleicht... Nein. Hier ist auch super warm, ne? Also sehr merkwürdig. Ich glaube, er mag Schwein vor allem. Oh, er hat mich wieder. Ich lasse mich aber erwischen. Sonst, ja, habe ich ein Problem. Er zieht mich erstmal und dann wirft er mich einfach aus seinem verdammten Haus. Aber das war nicht so weit, Bro. Okay, er jagt mich weiter. Ich meine, ich schaue nochmal hier hin. Kannst du bitte die Kamera benutzen? Okay, egal. Ich brauche jetzt Hilfe. Ich brauche Hilfe. Als erstes müssen wir eine Sache tun, die ich schon wusste. Ich wusste sie, weil ich gut in verdammten Videospielen bin. Und wenn du was anderes sagst, dann stimme ich dir natürlich nicht zu. Erstmal machen wir das an. Und jetzt muss ich jetzt meine Teekanne finden. Hatte ich die nicht irgendwo? Was nervig ist, dass ich leider meine Items mal wieder verliere. Er packt immer den Müll weg. Okay, ich sehe das Ding. Er will den Müll wegpacken. Er macht sauber. Ich dusche da mal Zeit lang, okay? Oh, schöne Dusche. Okay, er hat mich wieder. Mann, okay, das... Hä? Okay. Kann man machen, auf jeden Fall. Okay, ich lasse dich aber mal in Ruhe, okay? Viel Spaß bei dem, was du auch mal da tust. Ich glaube, er weiß selbst nicht, was er da genau vorhat. Wo war nochmal die Kanne? Die Kanne, die Kanne, die Kanne. War die Kanne oben? Es könnte sein, ne? Nein, er hat mich. Okay. Stopp. Er kommt nach unten, okay? Wirf mich wieder raus. Ich finde die Kanne nicht. Okay, also der Code ist 3841. Und die Teekanne ist eigentlich nur dazu da, um ihn abzulenken. Damit er von oben nach unten kommt. Okay, ich mache es jetzt ganz schnell. Ist mir egal. Ich habe ein Problem. Oh. Ja, okay. Ich glaube, ich mache es mit der Teekanne. Sonst 3841 ist nicht möglich, Bro. Hallo, chill mal. Hallo. Entspann dich mal. Was soll das? Alter, entspann dich, Junge. Junge, chill mal. Ich gehe schon von deinem Grundstück weg. Stecken geblieben. Bitte bleib da stecken. Bitte bleib da stecken. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin hoch. Oh mein Gott, 3841, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Okay, warte mal. 3, 8, nein, 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 nein. Oh Gott, 3, 8, 4, 1. Normalerweise, ihr wisst ja, wie es geht jetzt. Also, das brauche ich euch nicht zu sagen. Ja, das Problem ist,
Ja, er weiß, dass ich hier bin. Er kommt jetzt hier rein. Ich mache einfach die Tür zu, wenn er reinkommt. Wenn er die Tür aufmacht. Nein, ich mache die Tür zu. Wenn sie aufgeht, drücke ich ganz oft E. Nein, ich mach zu. So, okay. Nein, nein. No, Mann, ich dachte, es ist klar. Oh, hi. Ich hoffe, willst du jetzt damit weitermachen? Ach so, du wirfst mich einfach da raus. Macht Sinn. Ah, es wird anstrengend. Er findet mich jedes Mal. Das ist echt frustrierend. Nein, schon wieder die Musik. Oh, dieses X, das ist gar nicht gut. Ah, da sind Kameras hier sogar. Kann ich da vielleicht irgendwas gegenwerfen? Nein, bitte nicht. Ich gehe jetzt schnell rein nochmal. Ich kann die Tür nicht zumachen. Ich nehme jetzt das Ding und mach die Scheiße auf. Nein! Okay, gedrückt halten anscheinend. Verstehe. Okay, jetzt komm raus, bitte, Bro. Komm einfach raus. Ich brauche das Teil. Das gibt es anscheinend nur einmal. Okay, wir haben das Ding. Als nächstes müssen wir in die Mitte des Hauses gehen, weil da. Keine Ahnung, weil da. Einfach so. Das heißt, nochmal hier hoch, glaube ich. Und jetzt. Oh, au. Nein, nein, nein. Das ist gerade frustrierend. Wo ist meine verdammte. Das geht zu weit. Wenn das Item verschwindet, ist vorbei. Also bitte. So. Und jetzt anscheinend da irgendwie was wegmachen oder so. Okay. Okay, okay. Es funktioniert. Was mache ich? Ich mache auf jeden Fall irgendwas. Und was passiert da? Okay. Aber das war's auch schon. Ich kann nicht näher rankommen, leider. Obwohl, es geht schon. Es geht schon. Aber wir haben den Schlüssel trotzdem natürlich nicht. Und der fehlt natürlich noch. Oh, warte. Erstmal, ich würde sagen, ich werde erstmal. Erstmal packe ich den Gegenstand weg. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch brauchen werden. Wir brauchen erstmal den Schlüssel jetzt, logischerweise. Okay, ich glaube, es könnte sein, eine Sache, die könnte sehr wohl sein, dass er den Kamin immer anmacht. Nein, hör auf, das ist nicht witzig. Hör auf, gib mir das. Danke. Kann ich das hier eigentlich zumachen, sodass er hier nicht irgendwie lang... Ey, nerv nicht. Hier, er macht das immer, glaube ich, an, oder? Er packt da Sachen... Oder war ich das? Ich war das, ne? Aber... Oh Mann, lass es doch einfach sein, Alter. Hallo, lass mich sein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, er hat mich hier reingesteckt wieder. Ach so, wenn es keine Fenster gibt, dann packt er mich einfach da rein in den Mülleimer. Da, wo ich hingehöre, oder wie? Nein, nicht schon wieder. Hör auf, mich immer dumm. Ich hasse die Dinger. Oh mein Gott. Jedes Mal passiert das. Also, ich dachte, es würde so gehen, aber... Er ist draußen, oder? Oh mein Gott, scheiße. Kann ich vielleicht hier die Tür zumachen oder so? Warte, ich pack mal hier ganz viele Sachen hin. Vielleicht kommt er da nicht rein oder so. Das wäre geil. Ich weiß nicht, ob er die Tür benutzt, aber ich glaube, er kann die einfach öffnen, oder wenn er Lust hat. Bitte, er kommt da nicht durch, Alter. Bitte, er glitscht einfach hier lang. Genau. Wir müssen jetzt den Schlüssel bekommen, aber leider... Oh, warte mal. Achso, er versucht das die ganze Zeit aufrecht zu erhalten. Komm schon, gib mir den verdammten Schlüssel. Gib mir den verdammten Schlüssel. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo kann ich das denn nehmen? Es geht runter auf jeden Fall. Aber ich krieg den Schlüssel nicht. Das Feuer muss ja langsam ausgehen, oder nicht? Kann eine Zeit lang dauern, leider. Vielleicht klappt das immer sogar, was ich da getan habe. Ich kann mich hier übrigens verstecken, nur mal so zur Info. Komm schon, ich brauch den. Ich meine, es geht langsam runter, er kommt anscheinend nicht hoch. Oh, hier ist noch eine Kamera. Die sollte ich vielleicht noch aufstellen hier hin. Gleich, es geht immer weiter runter. Das Feuer geht immer mehr aus. Ich hatte gar nicht die Geduld, so. Ich würde einfach, keine Ahnung, was tun, wie Wasser oder draufspucken oder so, oder. Nee, pusten wird nichts bringen, weil Wind macht es ja noch stärker. Erstmal werde ich ganz gut speichern, weil ich bin gut dabei, glaube ich. Okay? Okay, komm schon. Komm schon. Nimm die Scheiße doch langsam. Ja, yeah, wir haben ihn. Okay, jetzt geht's... nein, 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 der Schlüssel darf nicht verloren gehen. Hör auf mit deinen... Nein, hör auf mit dieser Scheiße. Hör auf mit dieser Scheiße, wirklich. Jetzt geht's da nach oben, okay. Mit dem Schlüssel, ne? Geh mal hinauf. Hallo? Hab ich den Schlüssel? Ja. Okay, ja, ja, ja. Oh mein Gott, oh mein... Wie komme ich da rein? Warte, wie komme ich da... Ich muss da reinkommen. Ich glaube, ich weiß sogar wie. Ich muss aufs Dach klettern. Okay, erstmal bringe ich den Schlüssel mal kurz weg und speichere. Ich weiß halt übrigens nicht, wo er ist, aber ist mir sowas von egal gerade. Okay, jetzt rüberspringen und jetzt hochklettern erstmal. Wie davor auch. Okay, weiter hochklettern? Nein, nicht weiter. Okay, das war's anscheinend. Kann ich hier rübergucken vielleicht? Jein. Ich müsste schon noch ein bisschen höher kommen. Komm schon, Bro. Ja, let's go. Und jetzt? Tja, wie mache ich das am besten? Bisschen hier lang. Kann ich im... Mann. Nein, 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 nein. Oh. Okay, dann machen wir erstmal was anderes. Weiß nicht, wie wir da hinkommen. Wir müssen nämlich mal da lang zum Schild. Genau. Wir müssen auf ein Haus drauf gehen, denn da ist anscheinend irgendwas drauf, was wir brauchen werden. Frag mich nicht, was. Ich glaube, das war dieses Haus, oder? Also hier klettern wir auf den Zaun. Wir können ja mega gut klettern hier. Also wir können auf alles klettern. Jetzt hier hoch, okay. Ups. Okay, also das wird richtig Parkour sein. Und zwar müssen wir jetzt hier... Ah, wow. Das war gut. Okay, jetzt hier hochgehen. Wir sind... Nein, 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 nein. Ah, könnte ein paar Jahre dauern. Okay, hier hoch. Perfekt. Und jetzt darüber, hä? Okay, ich spür... Nein, 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 nein. Irgendwann wird es klappen. Komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht soll ich normal springen. Oh, ich glaube, normal springen ist aber die Lösung, oder? Ja! Oh, wir haben's, wir haben's. Ein Seil. Oh, hier geht's auch nicht rein, okay. Ein Seil, okay, das haben wir. Ich weiß nicht für was, aber wir brauchen auf jeden Fall ein... Seil. Ich wundere, mein Controller vibriert aus irgendeinem... Warte, wo ist mein Seil? Wo ist... Ach, oh. Okay, ich weiß, wie es geht. Leider lebt er wieder. Ich höre ihn sogar kacke. Ich dachte, er würde mich in Ruhe lassen, aber nein. Also zuerst müssen wir nochmal in diesen einen Raum... Kommt er? Wir müssen nochmal in diesen einen Raum gehen, und zwar hier. Ich wusste das noch. Nein, 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 wo ist er? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte geh hoch. Geht doch. Danke. Okay. Also jetzt gehen wir hier hoch. Wer springt wieder so nochmal weit hoch. Jetzt gehen wir hier hoch. Okay. Okay, bitte, er kommt nicht hoch. Wir sind auf seinem Dach. Und jetzt? Nein, 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 nein. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nicht schon wieder dieser Move. Nicht schon wieder dieser Move. Nein, ich pack das hier hin. Oh mein Gott. Spiel runter. Ja, genau, sehr gut. Weiter so, weiter so, weiter so. Du kannst sehr gut Parkour machen. Sehr gut in deinem Parkour. Und jetzt mach das hier dran. Geht das nicht? Oh mein Gott, ich verstehe. Und jetzt geht er rein. Oh mein Gott, geht er rein. Ich weiß nicht wie. No! Okay, gib mir das. Gib mir das Seil. Ja. Geh hoch, geh hoch. Komm schon.
Ja. Geh, spring! Ah! Oh! Oh mein Gott, wohin führt das? Wo führt das? Wo sind wir? Ach, das. Läuft das hier hin? Damit. Oh! Oh mein Gott. Ich hab ein Kostüm gefunden. Wieso habe ich ein Kostüm? Was soll ich hier machen? Ich weiß gerade nicht, was ich hier machen soll. Warte, hier ist ein. Oh nein. Er will unbedingt hier reinkommen, ne? Wieso ist hier ein Kostüm? Was soll ich damit machen? Warte mal, wieso ist die Tür? Wieso bewegt sie sich so komisch dort? Hallo? Gibt's da. Oh! Der Nachbar! Der Nachbar! Was sucht er da? Hey, das ist der Nachbar! Oh mein Gott, mein ganzer Körper ist voller Gänsehaut. Was zum Teufel, du gewinnst, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Also, du gewinnst, Fragezeichen, bedeutet für mich sowas wie, vielleicht gewinnst du, vielleicht aber auch nicht. Das kannst du dir selbst denken. Wir werden wahrscheinlich bei Alpha 2 sehen, wie es weitergeht. Aber ich verstehe nicht, wieso er wirklich da stand. Ich habe das Gefühl auch, diese Krähe hat ihn nicht wirklich eingesperrt. Ich habe das Gefühl, dass ihn hat es einfach nicht gejuckt. Ich meine, er sah nicht aus wie ein Gefangener. Ich denke, hier werden wir aber einiges erfahren, so wie es aussieht. Das ist ja quasi das Haus des Nachbarn auch. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Von mehr davon lasst noch oben da abonnieren kostenlos. Falls du abonnierst, aktiviere die Glocke und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.